Hey, der ist ein bisschen Martin Bimek und kennt ihr den Moment, wenn ihr einen Scheissdreck aufnehmt, aber das beschissene X-Split, scheiß Kack Capture Software, wo irgendwie sogar noch Geld kostet, nimmt die Scheiße nicht auf, respektive nimmt das ganze Huren Lift, Skilift, Scheissdreck auf, den ich aufgenommen habe, und ich töne wieder scheiß Mickey Mouse, keine Ahnung warum, fuck you, beschissenes X-Split. Und das ist jetzt der Plan B, wir spielen einfach Planet Coasters. Warum? Weil ich ein riesen Huren Achterbahn-Fan bin, ob das glaubt oder nicht, und Huren angepisst bin, gerade Kopf, verdammt. Ist doch ein Scheissdreck, also komm. Swiss Park. Bei meinem Leben schon über 300 Achterbahnen gefahren, von Europa bis auf Amerika. Das ist sozusagen immer der Grund, irgendwo herzugehen. Dort hat es noch einen Achterbahnpark. Ich bin auf der höchsten von der Welt gesehen, King Dakar, die ist 100 irgendwas, 30 Meter hoch. Von Intamin, Schweizer Bahn. Und Fun Fact, meine lieben Leute, wir Schweizer sind Marktführer bei Achterbahnen. Es gibt zwei Firmen, Intamin, die sind so in der Zentralschweiz, und es gibt echt drei Firmen. Intamin ist in der Zentralschweiz und ich glaube, es ist Liechtenstein unterwegs. Und B&M ist im Wallis unten. Und wir spielen, also jetzt wir spielen eine Schweizer Achterbahn. Ein Klassiker machen wir. Was wollen wir machen? Komm, nehmen wir einen Floorless Coaster. Oder wenn ihr etwas, was ihr auch kennt, die sind wahrscheinlich nicht so, die sind wahrscheinlich nicht so mega nerd. Komm, wir nehmen einen Hypercoaster oder einen Gigacoaster. Unterschied ist, der Gigacoaster ist höher, das ist echt der einzige Unterschied. Und die Trains da hier, das seht doch wie aus wie auf der Silverstar. Jeder von euch ist doch schon mal in diesem fucking Europa-Park gewesen. Voilà, jetzt wisst ihr das, was das sogar ist. Jetzt könnt ihr das nächste Mal bluffen und sagen, du, komm ich da auf die Silverstar? Dann sage ich, ja, das ist ein Fall ein Hypercoaster. Ja, wo irgendwie 70 Meter hoch ist. Ich glaube, 70, um die 70 Meter ist die Silverstar hoch. Gut. Kannst du es schon googeln. Und wir bauen doch mal einen. Vollgas hoch, oder? Und bei so einem Hypercoaster muss ja nicht schön aussehen, sondern es muss vor allem hoch sein. 40 Meter, ein Scheiß. 60 Meter, ein Scheiß. Ja, komm, da so. 72, hä? So. Nachher mit einem Gefälle von 75 runter. Hä? Wow. Hä? Ja, sieht doch schon mal massiv aus. Und nachher machen wir da gerade so irgendeine Shit. Nein, das ist nicht gut aus. Das ist alles ein bisschen gut aus. Oh, das sieht noch geil aus. Eh? Das wäre die Figure 8 Helix. Die gibt es sogar in Realität in PortAventura in Spanien. Hättet ihr die vielleicht auch schon gesehen. Was cool wie PortAventura ist, ist einer von, wie ich finde, von den besten B&M Hypercoaster, was es überhaupt gibt. Er ist so kreativ gebaut, weil... Gehen wir da wieder rauf, hä? Weil normalerweise B&M ist jetzt nicht, sie sind relativ, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass es nicht dumm tönt. Sie sind zwar eine gute Firma, super Coaster, aber sie sind manchmal nicht so mega kreativ, finde ich. Da sind Amis vor allem, jetzt RMC nennt sich die Firma, die machen Holzachterbahn und Hybridachterbahn, das ist so das Mass aller Dinge und der Coaster-Spinner. Aber ich töne eh wie ein Hurenmörd, wenn ich über das Zeug rede, aber ich will wirklich, hey, es gibt nichts Geiles als eine neue Achterbahn. Meine Freundin ist zum Glück auch ein bisschen so eingestellt. Also wir sind zusammen wirklich schon jenste Hurenbahnen gefahren. Bin ich Huren froh darum, so jemanden musst du erst mal finden. Also meine Freundin ist eh super. Aber sie hat auch noch gerne Achterbahnen. Das ist. Hey, das sieht doch geil aus. Ist auch ein bisschen heavy. Nein, das sehen wir ja dann. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich Achterbahn-Fan geworden bin. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das ist echt irgendwie. Irgendwann habe ich gefunden, oh, ist das cool. Das erste Mal, als ich so gerade im Europa-Park war, so, habe ich auch Schiss gehabt, ehrlich gesagt. Vor allem, ich habe es noch lustig gefunden, sogar als ganz Kleiner, sogar im Alpamare, bei diesen Uhren Wasserbahn, ich habe fast die Hose gepisst. Und ja, das gibt es zum Glück nicht mehr. Mittlerweile bin ich schon auf der
Das ist das Maximum, was ich auf der Smile für Inversion hätte, wenn du über den Ring gehst. 18? Nein, das stimmt nicht. Bullshit. 14 jetzt. So, komm, jetzt bringen wir den hier. Der sieht auch noch cool aus. Hä? Sieht doch noch so ein bisschen nach etwas aus. Mal schauen, ob sie gut ist, die Bahn. Das R ist das Paar R. Das ist dann, wenn es aus dem Sitz aushält. Airtime Hills, so. Langsam ist es nämlich auch schon die Zentihure. Achterbahn, so. Jetzt nehmen wir hier mal so eine Zwischenbremse. Auch noch so eine. Und jetzt können wir nämlich hier noch gechillt. Da kann man so einen Fluss machen, so eine Splash Zone. So. Ui, und? So. So, und da hier ist nachher fertig. Und dann haben wir da. Hä? Sieht hure geil aus, wetten, die bleibt stecken. So, jetzt mal schauen. Chainspeed. Weil schnell, je schneller die ist und so schneller bist du oben. Jetzt schauen wir das mal an. Sie sieht dann wohl wild aus, die Uhrenbahn. Die beste Achterbahn, die ich je gefahren bin, ist schwierig. Die eine ist in Carowinds. Das ist in North und South Carolina, also gerade in der Mitte von den zwei Bundesstaaten. Die ist um die 100 Meter hoch. Die war super. Sie sieht ähnlich aus wie die, gerade vom Farbenschema her. Könnt ihr gerne mal googlen. Fury 305. Wird nicht schon Sturm. So, und Airtime. Ja, das sieht gut aus. Ui, das ist nicht ganz synchron. Hier ist auch gut. Aber. Kann sie das noch? Ja, das ist die Geschwindigkeit 18. Und Bremse. Gut, und noch runter. Splash Zone, zack, boom. Aber da müsste ich noch. Und dann haben wir, glaube ich, lieber Friction Brakes und dann haben wir den. Aber so, also schauen wir noch einmal von hier, wie die so aussieht. Oder kommen wir noch einmal auf einen anderen Winkel, so hier, dann sieht es ein bisschen cooler aus. Ja, das ist eine absolut coole Bahn und der Intimidator, der ist in King's Dominion. Das ist auch so ein Achterbahnpark. Und eine Schweizer Bahn, die eine ist von B&M, die andere ist von Intamin. Und der drückt ja wie eine Mohren. Finde ich super geile Bahn in diesem Bereich. Was auch hure geil ist, wenn ihr mal in Tennessee seid, geht unbedingt mal in Dollywood. Das ist ein Park, der so ein bisschen nach Wild West Theming gemacht ist. Es sieht wirklich aus mit meinem Lucky Look daheim. Und ich kann euch auch so sagen, das ist. Oh, das bremst gut. Das ist der Hit. Da dreist du jetzt einfach durch. Das ist echt nur geil. Das ist wirklich. Das ist einfach. Und? Super. Funktioniert. Finde ich gut. Die läuft. Ja, das ist alles noch okay, finde ich. Das ist alles noch okay. Finde ich gut. Dort hat es eine Bahn, die nennt sich Lightning Rod. Das ist eine RMC. Das ist eine Holzachterbahn von einer amerikanischen Marke. Hey, der Beisel ist die Tasse. Das ist so geil gemacht. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Terrain. Ich bin aber nicht so gut in diesem Shit. So. Und Wasser rein. Kann ich da Wasser rein tun? Kann ich nicht. Oh, da kann sicher Wasser rein tun, oder? Oh, nein. Muss ich noch ein bisschen weiter ab. Also. Ui. Hä? Jetzt haben wir noch so eine Splash Zone. Die Frage ist, ob das aber. Es sieht noch cool aus. Komm, scheiß drauf. Nehmen wir. Und das einzige Ort, wo ich jetzt gefunden habe, was mega unsynchron ist, ist in dieser Kurve hier. Die müssen wir noch schnell verändern. Hier, warte. Und da. Der Rest finde ich eigentlich recht okay. So. Ich glaube, jetzt ist gut. Ja. Ja, gefällt mir gleich irgendwie noch nicht.
Da viel besser. So, und dann können wir da hier vielleicht das auch noch ein bisschen anpassen. Nicht ganz so hart rein. Vielleicht gäbiger. Ja, so ist gut. Also, das ist okay. Jetzt brauchen wir das Ding auf einmal noch. Place Entrance. Entrance muss hier sein, wo, und hier gehen sie nachher raus. Und was nehmen wir da für Ding? Nehmen wir doch so etwas Spritziges. Ja. Irgendwie so. Wir wurden nicht gut in diesem Zeug. So. Nachher haben wir den Path, der ist nämlich sicher nicht so. Der ist auch relativ modern, vielleicht so, ja. So. Was, du kannst da nicht durch? Warum kannst du da nicht durch? Ja, das ist doch gut. So, kommt man da unten durch? Top. So. Warum geht das jetzt nicht? Planet Coaster im Fall grundsätzlich ein cooles Spiel. Oh, der sieht verdammt gut aus. Der Weg zu der Achterbahn. Warte, machen wir schnell so. Grundsätzlich ein cooles Spiel. Wie ich finde, es kommt einfach nicht ganz her an die alten Rollercoaster Tycoon. Du kannst viel machen, das ist auch cool und so. Mit dem 3D. Übrigens, das hier wäre auch ein Ride, was es tatsächlich gibt und von der Schweiz. Es ist von ABC Rides im Luzerner, sind die da sogar in Luzern sind die da. Die machen auch richtig geile Sachen. Aber ja. Na, dann so, nein, das Scheißdreck. Jetzt nicht, was da reinpasst. Irgendetwas Kleines. Selbst der Scheiß ist zu gross für die Kurven rein. Etwas ganz Kleines, viel zu gross. Das, auch zu gross. Rides. Das ist nicht so ein normales Röstli-Spiel. Da. Das macht doch rein. Ah, oh, schau da. Yes. Juhu. Place Entrance. Machen wir auch hier. Place Exit. Das nehmen wir gerade direkt hier. Das sieht total schäbig aus. Was? Warum geht das nicht? Terrain unavailable for bla bla bla. Ah, dann machen wir das halt. Warte. Also komm, aber mit dem Shit. Oh Scheiße. Sieht so noch geil aus. Das muss doch jetzt gehen, komm. Yeah, machen wir es blau. Warum ist das nicht möglich? Okay, nee. Warum geht's nicht? Obstruct, irgendein Scheiß. Komm. Du nicht blöd, den machen wir das hier hingehen. So. Ich möchte das schnell löschen. Kann man das nicht löschen? Gott verdammt. So, jetzt. Sieht doch ein bisschen blöd aus. Aber ist doch gleich, ist doch gleich. Tun wir auf. Und das Ding. Können wir nur auf den Tester? Wir können es nur auf den Tester. Ah, ich muss noch einstellen, stimmt. Number of Trains, Block, Section, haben wir 2, wenn schon, dann schon. Geht echt das? Das wäre ein hure schlechter Vergnügungspark. Hast du genau das Karussell und die hure Monsterachterbahn. Und da, das müsste ich auch gehen, oder? Ja, da. Da schirkt er schön drüber und in die Schlossbremse. Schön. Wow. Ich brauche noch das Dach da hier und das sollte alles noch schön gemacht werden. Ich bin nicht so der, der gerne schöne Sachen macht. Aber wir können es ja auch mal probieren, nicht wahr? Ich bin nicht gut in so einer Strategie geschmeißt.
Aber ich bin halt einfach ein riesen Achterbahn-Fan. Da kannst du nicht alles haben. Du kannst nicht auf der einen Seite, weißt, Gamer und so. Ja, scheiß drauf. Auf jeden Fall, wenn du findest, hey geil, Rollercoaster Tycoon, in diesem Swiss Park, wenn sollen wir weiterbauen, dann würde er das schreiben. Ich glaube, da kann man schon noch einiges machen. So schlecht sieht das gar nicht aus. Wenn man da noch so ein Bäumchen macht und da vielleicht irgendwie noch das Dach drauf, dass die nicht, wenn sie schiffen, die ganze Zeit im Regen stehen, vor allem der Arm sich da, was die ganze Zeit muss bedienen. Du Arme, okay, ich schau ihn an, schau ihn an. Oh, der Armbub. Oh, la, schau, der sieht aus wie ein kleiner, für einen ganz sympathischen Jungen her. Ja. Dann würde ich sagen, schaut wieder ein und wenn nicht, dann lasst es sein. Ich bin heute nicht so auf dem Höchst. Es hat mich genervt, der andere Scheiss, das ist wirklich ein Notfallprogramm. Aber es ist etwas. Euer Marc, euer B-Mac.